أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir begrüßen euch recht herzlich in der Sahaba-Moschee und wir bitten Allah azza wa jal darum, dass er niemanden heute hier herausgehen lässt aus der Moschee, nicht außer dass er spendet, sondern außer dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm die Sünden vergibt. Und Allah ist der Allmächtige, er ist der Allvergebende. Und manchmal können wir eine kleine Tat machen, die wirklich nicht viel Anstrengung bedarf. Manche wohnen hier gleich um die Ecke, manche sind 10 Stationen gefahren, manche vielleicht 20 Stationen gefahren. Aber allgemein gesehen ist das keine riesengroße Tat, aber durch eine kleine Tat, die man begeht, wenn man die volle Aufrichtigkeit dabei hatte für Allah subhanahu wa ta'ala, so kann Allah azza wa jal einem dafür die Sünden vergeben. Möge Allah azza wa jal uns unsere Sünden vergeben. Wir befinden uns gerade in einer großartigen Unterrichtsreihe und die ist in der Tat sehr, sehr wichtig für uns, liebe Geschwister. Wir studieren gerade die Wissenschaft Ulum al-Quran, das bedeutet die Wissenschaft des Koran, denn der Koran ist unser Buch, das Buch der Muslime. Und jeder Muslim muss den Stellenwert vom Koran kennen. Wallahi, das ist so wichtig, liebe Geschwister. Denn der Koran ist eine Lebensführung für uns. Wenn wir den Koran verlassen, haben wir das Paradies verlassen. Wenn wir uns an den Koran halten, dann werden wir bi'idhnillahi samiyyil alim auch den Weg zum Paradies einschlagen. Möge Allah azza wa jal uns das Paradies nicht verwehren. Welche Bücher gibt es, die wichtiger und gewaltiger sind als das Buch Allah subhanahu wa ta'ala? Nennt mir ein Buch. Was wollen wir lesen außer dem Koran? Ich bitte euch, liebe Geschwister, ist das nicht die Realität, dass wir eine BZ innerhalb von 3/4 Stunde einschließlich der Anzeigen studieren können? Aber wir haben Probleme damit, eine Seite vom Koran zu lesen. Wenn in der BZ steht, Ulrike 21, immer noch blöd, aber nackt, dann gucken wir 20, 30 Minuten auf ein Bild, was natürlich für uns verwehrt ist. Aber möchten wir den Weg in das Höllenfeuer einschlagen? Oder möchten wir nicht von den Worten Allah subhanahu wa ta'ala Energie tanken, damit wir eine Freude haben? Und die meisten verstehen es nicht. Das Buch Allahs ist nicht herabgesandt worden, damit wir traurig sind. Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Taha, Allah subhanahu wa ta'ala beginnt hier mit den Buchstaben. Das ist nicht der Name vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taha, wir haben nicht den Koran auf dich herabgesandt, damit du traurig bist, ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das bedeutet, dieses Buch ist was? Ist eine Ermunterung für die Gläubigen. Wallahi. Und das ist eine Empfehlung von mir. Egal wie schlecht es dir geht, egal wie viel Sorgen du hast, auch wenn du denkst, eine Welt wird gleich über deinen Kopf zusammenbrechen, wenn du aber ein praktizierender Muslim bist und du liest im Buch Allahs, dann wird es dir gleich wieder besser gehen, wenn du ein wahrhaftiger Gläubiger bist. Denn dieses Buch leitet zum besseren Weg wie Allah subhanahu wa ta'ala. Und er sagt über diesen Koran, Inna hadha al-Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashiru al-mu'minin alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Und dieses Buch leitet zum besseren Weg, zu dem Weg, wie Allah azza wa jal uns gerne haben möchte. Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können leben, wie wir wollen, und du wirst dein Leben verrichten. Wallahi, du wirst leben. Aber dieses Leben, was du bekommst, schau, wie Allah das beschreibt. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً Danke. Und wer sich von meiner Ermahnung abwendet, das bedeutet Koran, Religion Allahs. Du möchtest nicht nach dieser Religion leben, die Allah Azza wa Jal
für die Menschen bestimmt hat, damit sie in dieser Welt glücklich sind und in der nächsten Welt glücklich sind. Wenn du dich vom Buch Allahs abwendest, von seiner Religion, du wirst ein Leben haben. Allah beschreibt es. Jetzt hör zu, welches Leben. Derjenige, der sich von meiner Ermahnung abwendet, er wird ein enges, beklommenes, erdrücktes Leben haben. Er hat ein Leben, ey Wallah, er hat ein Leben, aber dieses Leben ist nicht das Leben der Zufriedenheit. Und Allah sagt uns in einer anderen Ayah, man amila salihan min dhakarin aw untha, wer das Gute tut, die guten Werke, sprich Werke, wie uns der Prophet Muhammad s.a.w. gezeigt hat. Wer Gutes tut, von Mann oder Frau, beide. Denn Allah hat das Paradies nicht nur für die Männer erschaffen. Oder nicht nur für die Frauen, für beide. Den werden wir ein glückliches Leben verleihen, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Ein zufriedenes Leben, sprich hier. Dann sagt man, ja, aber manchmal, ich bin bedrückt, obwohl ich bete und faste und versuche Allah subhanahu wa ta'ala zu fürchten. Natürlich sind wir manchmal bedrückt, weil wir auch genug Sünden gemacht haben, liebe Geschwister. Und dadurch haben wir manchmal ein beklommenes Gefühl und ihr merkt, die Brust wird eng und plötzlich geht Zufriedenheit aus dem Herzen heraus, während wenn man das Gute ständig macht und versucht so zu leben, wie Allah Azza wa Jal es gefällt, dann hast du ein ganz anderes Gefühl im Herzen. Und dieses Gefühl im Herzen ist das, was dir Leben verleiht. Von manchen Menschen sind die Herzen tot, auch wenn sie leben. Das sind tote Herzen, liebe Geschwister, weil sie mit diesen Herzen nichts mehr fühlen. Wenn du als Muslim lebst, dann hast du auch Leben in deinem Herzen. Aber wenn du nicht als Muslim lebst, dann wirst du Wallahi Traurigkeit in deinem Herzen haben und die Selbstmordrate wird nicht weniger, wie ihr wisst, sondern sie wird immer höher. Weil die Leute denken, dass vielleicht ein Playstation-Spiel sie glücklich macht. Puff, wieder ein Raumschiff abgeschossen. Allahu Akbar. Und dann? Was hast du davon? Oh, ich habe wieder ein Mädchen abgeschleppt, wie man heute sagt. In Neukölln auch, ja. In Neukölln, Berlin und so. Das ist die Straßensprache. Subhanallah. Und danach? Okay, du hast dieses Mädchen abgeschleppt. Ich war in der und der Diskothek. Und dann? Schaut mal. Das sind Betrügereien vom Shaitan. Dieser Shaitan flüstert einem ein, dass man glücklich ist so auf dem Weg. Aber bei Allah, man zieht nur mit den anderen Menschen mit. Eigentlich möchte man diese ganzen Sachen gar nicht machen, weil man weiß, dass das falsch ist. Aber Shaitan betrügt einem und so geht man immer mit und man macht das Schändliche mit den Leuten. Und subhanallah, das ist der Grund, warum man ins Höllenfeuer geht, weil man schlechte Freunde hatte. Deswegen soll man sich gute Freunde suchen, liebe Geschwister, die einem immer an das Gute erinnern und einem den Weg zum Paradies, mit dem Weg zum Paradies mitgehen. Möge Allah Azza wa Jal uns tugendhafte Freunde geben. Heute, bi'idhnillahi s-sami' al-alim, werden wir das Thema machen, wie versteht man den Koran? Für uns Muslime ist dieser Koran das wichtigste Buch. Und ein Muslim darf kein Buch über dieses Buch stellen. Das ist der Glaube der Muslime. Denn Allah Azza wa Jal sagt uns im Koran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُ. Und ich habe die Djinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Wie wir Allah subhanahu wa ta'ala dienen, ist im Buche Allahs verzeichnet und in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah hat uns unseren Zweck bestimmt, unseren Lebenszweck. Wir müssen nur lernen, wie wir richtig danach leben. Das heißt für uns, dass wir uns mit diesen Büchern beschäftigen müssen, liebe Geschwister. Und ich sage müssen. Ich sage nicht, wir können oder wir sollen uns mit diesen Büchern beschäftigen. Nein, du musst dich mit diesem Buch beschäftigen. Denn wenn du dich nicht mit diesen Büchern beschäftigst, wie willst du wissen, wie du Allah Azza wa Jal richtig anbeten musst? Es gibt Leute, der betet Allah an, aber nicht so, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam es ihm gezeigt hat. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Betet so, wie ihr mich beten gesehen habt. Eine Frage, was hat dein Gebet mit dem Gebet des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu tun? Der Prophet hat ein Gebet gemacht, sallallahu alaihi wa sallam, und du machst gerade ein ganz anderes Gebet. Aber dieses Gebet, was du verrichtest,
ist nicht das, was Allah subhanahu wa ta'ala will. Das heißt, du hast dich umsonst abgemüht. Sagt man, ja, aber ich habe doch was getan. In unserer Religion geht es nicht nur darum, etwas zu tun. Das haben wir bei den anderen Religionsgemeinschaften gesehen. Zum Schluss haben sie sich jeder ein farbiges T-Shirt angezogen und Halleluja gerufen. Ist das unsere Religion? Nein. Wir haben Regeln. Wir haben Koran und Sunna und da steht alles drin, was Allah Azza wa Jal wohlgefällig macht, liebe Geschwister. Deswegen wollen wir Allah Azza wa Jal richtig anbeten, nicht unwissend anbeten. Denn die Anbetung der Unwissenden ist keine Anbetung, weil sie von Alef bis Ja falsch ist. Von A bis Z ist diese Anbetung falsch und sie kann einen keine Demut bringen. Möge Allah Azza wa Jal uns zum geraden Weg leiten. Wie versteht man den Koran, liebe Geschwister? Wallahi, es ist so wichtig, weil wir sehen, dass manche Leute irre gegangen sind, weil sie sich nicht an den Koran gehalten haben und niemals sich damit beschäftigt haben, wie man den Koran richtig versteht. Die Ulama sagen, es gibt 5 Wege, den Koran zu verstehen. Erstmal, der Koran erklärt den Koran. Und das ist die beste Art und Weise, die wir im Buche vorfinden können, liebe Geschwister. Wenn der Koran selber den Koran erklärt. Allah Azza wa Jal sagt zum Beispiel, سَأُصْلِيهِ سَقَرْ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرْ عَلَيْهَا 19. Allah, er droht einer Person mit einer Strafe. Diese Person, die Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt, er wird As-Saqar ausgesetzt. Was ist As-Saqar? Das ist eine Höllenart. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns gleich in der nächsten Ayah, وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ. Was lässt dich wissen, was Saqar ist? Jetzt kommt die Erklärung von wem? Von Allah selber. Hier beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala uns selber, subhanahu wa ta'ala, was As-Saqar bedeutet. Das heißt, wir haben die Erklärung aus erster Hand. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبِقِي وَلَا تَذَرْ. Sie lässt nichts übrig. Möge Allah uns bewahren. Eine intensive Hitze. Eine Höllenart, liebe Geschwister. لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا 19. Über ihr, über diesem Höllenfeuer sind 19 Engel eingesetzt. Allah Azza wa Jal hat uns hier in den Ayat selber erklärt, was die Bedeutung dieser Ayat ist. Wir brauchten nicht zu forschen in anderen Büchern, was As-Saqar ist, sondern Allah hat direkt, nachdem er uns gefragt hat, was bedeutet Saqar, was lässt euch wissen, was Saqar bedeutet, uns gleich daraufhin die Antwort gegeben. Das ist eine Art und das ist die beste Art, die wir vorfinden. Die andere, die nächste, ist, dass die Sunna den Koran erklärt. Die Sunna, liebe Geschwister, erklärt den Koran. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَ فَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. Und den Dieb und der Diebin, was macht ihr mit ihnen? Schneidet ihnen beiden die Hand ab. Allah Azza wa Jal erklärt uns hier, dass wir, wenn wir einen islamischen Staat haben, wie wir mit einem Dieb umgehen sollen, dass ihm die Hand abgeschnitten wird. Hier haben wir eine allgemeine Information von Allah Azza wa Jal. Aber wir brauchen eine detaillierte Erklärung. Jedem Dieb schneiden wir die Hand ab? Jeder Diebin schneiden wir die Hand ab? Nein. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er erklärt uns in einer Überlieferung bei Bukhari und Muslim, erst ab einem Wert von, na, wer weiß das? Erst ab welchem Wert? Tfadal? Richtig. Dieses ist uns erklärt worden. Wenn dieses Gut, was du geklaut hast, einen bestimmten Wert übersteigt, dann erst trifft diese Regel auf dich zu. Das heißt, wird jeder Dieb bestraft oder nicht? Na? Nein. Aber wer hat uns die Erklärung dafür gegeben, mit welchen Einzelheiten wir das genau analysieren müssen? Die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hätten wir die Sunna hier nicht gehabt, dann hätten wir falsche Maßstäbe herangesetzt, liebe Geschwister. Aber durch die Sunna haben wir die Erklärung bekommen, wie wir hier verfahren sollen. Erste Regel, Koran erklärt Koran. Zweite Regel, die Sunna erklärt den Koran, denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat uns diese Ayah erklärt, dass wir erst ab einem Viertel Dinar, dass wir ab diesem Gut, ab diesem Wert denjenigen die Hand abschneiden. Die dritte Erklärung ist, ein Sahabi erklärt uns eine Ayah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا
Rahmatan lil alamin. Wir haben dich nur, ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als eine Barmherzigkeit für alle Weltenbewohner gesandt, geschickt. Eine Barmherzigkeit. Hier erklärt uns Ibn Abbas radiallahu an zu dieser Ayah, وَهُوَ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَ نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَحْمَةً لِجَمِيعِ الْعَالَمِينَ مُؤْمِنِهِمْ وَكَافِرِهِمْ. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als eine Barmherzigkeit zu allen Weltenbewohnern gesandt, bedeutet zu den Gläubigen unter ihnen und den Kuffar unter ihnen. Was die Gläubigen anbelangt, so hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Gläubigen durch den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam recht geleitet, auf dem richtigen Weg gebracht. Und er hat ihnen Iman gegeben, subhanahu wa ta'ala. Und sie haben Taten vollzogen, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihm beigebracht hat. Und dadurch sind sie in das Paradies eingegangen. War der Prophet sallallahu alaihi wasallam für die Gläubigen hier eine Barmherzigkeit? Ja, wallah. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war hier für die Gläubigen eine Barmherzigkeit. Ibn Abbas radiallahu anhu hat uns nichts anderes damit gesagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine Barmherzigkeit für die Gläubigen schon in der Dunya ist und in der Akhira werden sie sowieso das Paradies bekommen. Weil in der Dunya haben sie an ihn geglaubt und dadurch, dass sie an ihn geglaubt haben, waren sie recht geleitet. Jetzt passt auf über die Kuffar. Er sagt uns Ibn Abbas radiallahu an, وَأَمَّا كَافِرُهُمْ فَإِنَّ دَفَعَ بِهِ عَنْهُ عَاجِلَ الْبَلَاءَ الَّذِي كَانَ يَنْزِلُ بِالْإِيمَانِ بِالْأُمَمْ الْمُكَذِّبَ رُسُلَهَا مِنْ قَبْلِهِ. Was aber die Kuffar anbelangt, so war Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine Prüfung für sie. Sie haben nicht an ihn geglaubt, an Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadurch, dass sie nicht an ihn geglaubt haben, haben sie aber trotzdem von der Barmherzigkeit Muhammad sallallahu alaihi wasallam profitiert. Wisst ihr wie? Allah hat sie nicht vernichtet. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Kuffar nicht vernichtet. Warum? Weil Allah sagt uns im Koran, wer kennt die Ayah? وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er wird sie so lange nicht bestrafen, solange du Muhammad sallallahu alaihi wasallam unter ihnen bist. Schaut mal, wie die Kuffar profitiert haben von der Barmherzigkeit, obwohl sie nicht an ihn geglaubt haben. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine Prüfung für sie war, hat Allah sie dennoch nicht bestraft in dieser Welt, obwohl sie ungehorsam waren. Warum? Weil solange Muhammad sallallahu alaihi wasallam unter seinem Volk war, hat Allah azza wa jalla es nicht bestraft. Eine Regel, die Allah gemacht hat. Durch Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben sogar die Kuffar Barmherzigkeit in der Dunya erfahren. Aber in der Akhira, im Jenseits, was wird sie erwarten? Das Höllenfeuer. Nur hier hatten sie die Möglichkeit, den richtigen Weg einzuschlagen, aber sie haben sich nicht dafür entschieden und dadurch werden sie, wal'iyadu billah, in dieses tiefe Höllenfeuer geschmissen, liebe Geschwister. Das war die dritte Methodik, dass ein Sahabi den Koran erklärt. Die vierte Methodik ist ähnlich. Das ist, dass ein Tabi'i den Koran erklärt. Bedeutet, ein Tabi'i ist ein Schüler von einem Sahabi. Wen kennt ihr unter den Tabi'i? Jetzt bin ich mal gespannt. Nicht von Bayern München. Wen kennt ihr unter den Tabi'i? Na. Mujahid, rahimullah ta'ala. Na. Hassan al-Basri, rahimullah ta'ala. Umar ibn Abdul Aziz. Na'am. Ibn Bas? Ein ganz späterer Tabi. Er ist 1900, in den 90ern gestorben. Nein, so nicht. Wen kennt ihr noch unter den Tabi'in? Na'am. Tawus, rahimullah ta'ala. Nafi', rahimullah ta'ala. Das sind Tabi'in. Sie sind die Generation, die nach den Sahaba kamen. Und viele Tabi'in haben sogar noch wen getroffen, die Sahaba, radiallahu anhum, wie sollten sie auch sonst von ihnen die Religion gelernt haben, liebe Geschwister. Ein Tabi'i erklärt den Koran und wenn alle Möglichkeiten ausfallen, dann gibt es die sprachliche Bedeutung. Weil die arabische Sprache ist klar, liebe Geschwister.
Wallahi, und das war auch der Grund, warum die damaligen Menschen sofort den Islam angenommen haben, weil sie noch die arabische Sprache verstanden haben. Was uns anbelangt, wir verstehen nur Schuh und Lack und Mack. Ja? Heutzutage einer sagt zum anderen, er sagt ihn, Lack Schuh Ibrahim. Dann sagt der andere, Mashallah, der kann ja Arabisch. Was hat denn der jetzt Arabisch geredet? Lack Schuh ist Arabisch? Ha? Schaut mal, Subhanallah, die denken, das war Arabisch. Was hat das mit Arabisch zu tun? Deswegen, liebe Geschwister, habt ihr auch gesehen, was die Feinde Allahs als ersten Schritt vorgenommen haben, um uns die Religion zu entziehen? Sie haben uns was genommen? Unsere Sprache. Sie haben die arabische Sprache verflüssigt unter dem Volk. So haben wir einen Zustand, wo wir heute in einem islamischen Land, in einem Krankenhaus, wo zwei Ärzte zusammenarbeiten, der eine sagt zum anderen Bonjour, und er sagt, la prépépé med. Schaut mal, subhanallah, die reden kein Arabisch mehr miteinander. Die reden andere Sprachen und sogar erheben sie sich über die arabische Sprache, so als ob die arabische Sprache nicht die Sprache des Koran ist. Wisst ihr, dass viele Gelehrte sagen, die arabische Sprache ist Pflicht zu erlernen? Denn solange du die arabische Sprache nicht kennst, wirst du was nicht verstehen, den Koran. Und du musst selber zugeben, du bist manchmal, sagen wir mal, in langen Gebeten. Wie das Tarawih-Gebet, wenn Ramadan jetzt demnächst wieder eintritt, möge Allah Azza wa Jalla uns Ramadan erreichen lassen, dann stehst du in den Gebeten und du hörst, der Imam weint, du hörst die Menschen weinen, aber du selber, du weißt gar nicht, worum es geht. Du hast keine Ahnung, worüber es geht. Das ist keine Kritik, denn diejenigen, die neu anfangen, sie brauchen ihre Zeit, das zu erlernen. Aber sollten wir uns nicht anstrengen, etwas anstrengen, diese Wörter zu lernen, damit wir auch in den Gebeten etwas Genuss empfinden können, liebe Geschwister. Denn wie wollen wir den Koran genießen? Und in der Tat ist der Koran ein Genuss für denjenigen, der gottesfürchtig ist. Wie sollen wir den Koran genießen, wenn wir, liebe Geschwister, gar nichts von diesem Buch verstehen? Möge Allah Azza wa Jal uns Verständnis geben. Wallahi, wir leben in einer Zeit, wo die Fitna sehr groß ist. Die Versuchung. Wir sehen Leute, die gehen heutzutage ins Internet und schauen nach einer Ayah und sie haben keine Ahnung, von wem sie die Erklärung gerade haben. Habe ich die Erklärung jetzt von einem Schiiten? Oder von einem Sufi? Oder von einem Habashi? Oder von jemand von Hizb al-Tahrir? Von wem habe ich die Erklärung? Das ist das Problem. Dann geht man ins Netz. Es gibt heute einen der größten Shuyuch, der größte Sheikh. Er heißt Sheikh Google. Kennt ihr Sheikh Google? Man geht rein, gibt eine Eier ein und dann nimmt man jede Erklärung, Hauptsache sie ist in welcher Sprache auf? Auf Deutsch. Und das ist die größte Versuchung in dieser Zeit. Und wir haben das gesehen, dass Brüder und Schwestern irre gegangen sind dadurch, weil sie nicht zu den Quellbüchern, zu den Büchern der Ulama, der wahren Ulama, der wahren Gelehrten zurückgegangen sind, sondern sie haben irgendeine Erklärung genommen, wenn es auch von einem Christen ist. Wisst ihr, dass auch Christen islamische Seiten haben? Wie sollen sie sonst die Leute in die Irre gehen lassen? Ein Sheikh hat uns erzählt, er war im Poltok-Raum und da gab es jemanden, der hat einen Raum aufgemacht. Es sah alles islamisch aus für jemanden, der seine Religion nicht kennt. Jedoch, schaut mal, das waren Christen gewesen. Sie haben den Leuten ein falsches Verständnis vom Islam gegeben, um sie in die Irre zu führen. Allahu Akbar. Und weil die Leute auch nicht zurückkehren könnten zu den Büchern und sie fragen auch heute gar nicht mehr. Sie fragen nicht mehr die Gelehrten, sie fragen nicht mehr die Leute des Wissens, sondern jeder handelt nach seiner eigenen Nase. Und dann siehst du heutzutage einen, der ist seit 3 oder 4 Tagen oder 15 oder 20 Tage im Islam und er fängt an, sich damit zu beschäftigen, wer ein guter und wer ein schlechter Gelehrter ist. Und er hat noch nichts vom Wissen, liebe Geschwister. Und das in der Tat, Wallahi, ist so eine gewaltige Fitna, die wir in dieser heutigen Zeit haben. Zudem kommt noch, dass wir Prediger haben, die gestern noch bei Kaufland geklaut haben und Drogen verkauft haben unter den Menschen und heutzutage erklären sie den Menschen die Religion. Das ist die Musiba in dieser heutigen Zeit. Aber wie finde ich den Weg zur Wahrheit? Indem du aufrichtig bist. Schaut mal, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte. Sallu ala nabi. Man arada Allahu bihi khayran, yufaqihu fi din. Für wen Allah etwas Gutes bestimmt hat, den lässt er die Religion verstehen, wie die Gelehrten sagen.
Imam al-Bukhari rahimullah ta'ala sagt, wenn du einen Ajnabi siehst, einen Ausländer, der nicht die arabische Sprache kennt, aber er gelangt zu einem Scheich, der ihm das Richtige in der Religion beibringt, so wisse Allah liebt ihn. Allahu Akbar. So wisse Allah liebt ihn. Und wie viele Shabab, wie viele Jugendliche sehen wir bei den Sekten? Warum? Weil sie keine aufrichtige Absicht haben. Sie wissen schon, dass sie nicht den richtigen Weg gegangen sind. Sie wissen schon, dass sie viel, viel Übles in ihrer Vergangenheit gemacht haben. Aber letztendlich jetzt auch, wo sie den Islam annehmen wollen, dann wollen sie ihn nicht komplett annehmen. Sie wollen sich nicht komplett unterwerfen, sondern sie wollen vom Buche Allahs nur das nehmen, was ihnen gefällt. Ja, Achi, auch wenn du für manche Gebote länger brauchst, akzeptiere sie erstmal. Denn die Akzeptanz ist der erste Schritt dafür, dass du auch die Religion später richtig praktizieren wirst. Erstmal akzeptiere. Wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dir befohlen hat, dass du dir ein Bart wachsen lassen musst, dann musst du verstehen, auch wenn das schwer ist für dich, irgendwann solltest du dir das als Ziel nehmen. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er ist mit den Geboten Allahs gekommen. Wie wir gleich dazu kommen werden, liebe Geschwister. Man sagt ja, ich habe Probleme damit. Okay, aber akzeptiere das erstmal und leugne das nicht. Denn was ist der nächste Schritt? Nein, nein, nein. Das ist bestimmt nur für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewesen. Und so fängt es an. Wenn wir immer die Religion so verstehen, wie wir wollen, dann werden wir zum Schluss irre gehen. Oder eine Schwester, sie weiß genau, dass sie falsch läuft. Wir haben heutzutage Schwestern, möge Allah azza wa jalla sie recht leiten, die ziehen eine enge Leggings an, eine enge Jeans an, so eng, dass sich ihre Stimme schon verändert, darüber noch ein knappes T-Shirt oder einen knappen Pullover und obendrauf die Krone, dann das Kopftuch. Ist das das, was die Frau bedecken soll? Was bedeckt diese Kleidung überhaupt von der Frau? Antwort: gar nichts. Die Frau ist angezogen, aber trotzdem nackt. Und das ist, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns beschrieben hat, liebe Geschwister. Wir möchten keinen angreifen, aber wir möchten den Leuten erklären, wenn wir nicht bereit sind, uns der Religion zu unterwerfen, zu sagen, ja Allah, du bist mein Schöpfer und ich bin dein Diener und nicht umgekehrt, liebe Geschwister, dann werden wir auch die Gebote akzeptieren, auch wenn es uns schwerfällt, dass wir diese Gebote umsetzen können. Es gibt eine Überlieferung von einem, der in der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war. Er war süchtig nach Alkohol. Er hat Alkohol getrunken, dann wurde er gepeitscht. Weil für das Trinken des Alkohols wird man gepeitscht, liebe Geschwister. Dieses ist eine große Sünde. Und dieser unter den Sahaba, und er war ein Sahabi, subhanallah, er war ein Sahabi. Ein Sahabi ist jemand, der den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen oder getroffen hat? Getroffen hat. Warum nicht gesehen hat? Nein. Es gab blinde Sahabi. Es gab blinde Sahaba, unter ihnen Abdullah ibn Ummi Maktum. Er war blind, aber trotzdem war er ein Sahabi oder nicht? Ja. Einer, der den Propheten sallallahu alaihi wasallam getroffen hat, dann an ihn geglaubt hat und er so gestorben ist mit diesem Glauben. Und er so gestorben ist mit diesem Glauben. Denn es gab auch Heuchler, die den Propheten sallallahu getroffen haben. Aber haben sie an ihn geglaubt? Nein. Sind sie mit diesem Glauben gestorben? Nein. Nicht, dass man anfängt, versucht, die Heuchler unter den Gläubigen zu schieben. Nein, nein. Die Bedingungen sind klar, liebe Geschwister. Dieser Alkoholiker, der das Problem des Alkohols hatte, er hat getrunken, wurde gepeitscht. Er hat getrunken, wurde gepeitscht. Und das immer wieder, liebe Geschwister, weil er war Mudmin. Mudmin bedeutet süchtig gewesen. Und eines Tages hat ein Sahabi ihn verflucht, weil er immer getrunken hat. Schaut mal, dieser Sahabi, der ihn verflucht hat, wie sehr sie die Gesetze Allahs geehrt haben. Wie sehr sie die Gesetze geliebt haben, über die persönlichen Bedürfnisse eines Menschen hinaus. Er sagte, verflucht seist du über den Sahabi. Da sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, verfluch ihn nicht, denn er liebt Allah und seinen Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat bestätigt, dass dieser Sahabi Allah und seinen Gesandten liebt. Er war süchtig, richtig. Und es fiel ihm schwer, diese Sache zu verlassen. Aber er hat es immer wieder versucht. Diese Versuche, die vermissen wir heute, liebe Geschwister. Du bist eine Schwester, du möchtest den Hijab tragen. Fang klein an. Fang klein an bedeutet, zieh dir deinen richtigen Hijab erstmal in der Nacht an. Geh mit deinem Mann hinaus. Geh mit deinem Mann heraus mit diesem Hijab. Mach das eine Nacht in der Woche.
dann 3 Nächte in der Woche, 5 Nächte in der Woche. So steigerst du dich. Und irgendwann, ehe du dich versiehst, ist das deine Bedeckung geworden, mit der du einzig und alleine zufrieden bist, denn du bist eine gläubige Schwester und du schämst dich, so herumzulaufen, dass alle Wölfe ihre Blicke auf dich, auf deinen Körper setzen, den Allah Azza wa Jal dir gibt und den Allah dir als gesunden Körper erschaffen hat. Aber bei Allah, wenn er will, kann Allah dich innerhalb von Sekunden behindert machen. Hat Allah das in der Macht oder nicht? Ja, Wallah. Ein Unfall und wir haben gesehen, wie die Leute danach ausgesehen haben, liebe Geschwister. Deswegen sollten wir diese Gnaden erkennen von Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du jemand bist, der diese Schritte unternimmt, damit er zum Schluss zu dem gelangt, was Allah von dir will, dann ist das gut von dir. Aber wenn du diese Sache immer abwehrst und dir Ausreden vom Shaitan und von den Menschen erfinden lässt, nur damit du diese Gebote nicht einhalten musst, dann ist deine Einstellung sehr miserabel und du musst fürchten, dass du nicht mit dem Islam stirbst. Möge Allah uns nicht anders sterben als mit dem Islam, liebe Geschwister. Lasst uns bitte den Koran richtig verstehen. Schaut mal, Allah Azza wa Jal sagt im Koran: Inna alladhina amanu wal ladhina hadu wal nasara was sabi'in man amana billahi wal yawmil akhir falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Gewiss diejenigen, die glauben, und diejenigen, die den Judentum angehören, und die Christen, Christen ist hier eine schlechte Übersetzung, wir meinen Nasara, aber ich habe jetzt gerade keine andere Übersetzung, und die Christen und die Sabäer, wer immer an Allah und den jüngsten Tag glaubt und rechtschaffen handelt, Gutes tut, die haben ihren Lohn bei ihrem Herrn und keine Furcht soll über sie kommen, noch werden sie traurig sein. Das bedeutet, diese Leute bekommen was? Das Paradies. Diese Ayah ist in Surah Al-Baqarah, in der Ayah 62. Einer, der kein Wissen hat über den Islam, wenn er diese Ayah liest, dann wird er denken, alle Religionen sind richtig. Schaut mal, subhanallah, wie schnell wir wo reinrutschen können in den Kuffer. Warum? Was haben wir nicht verstanden? Dass diese Leute, die ihren Propheten gefolgt sind, zu der Zeit, wo Allah Moses geschickt hat, zu der Zeit, wo Allah Jesus geschickt hat, und sie sind ihren Propheten gefolgt, das sind diejenigen, die sind unsere Brüder und unsere Schwestern im Glauben. Aber mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam war die Sache hier beendet. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Ich schwöre bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, in der Hand von Allah subhanahu wa ta'ala, niemand unter den Christen und Juden trifft mich, außer dass er an mich glaubt, oder er wird ein Bewohner vom was sein? Vom Höllenfeuer. Das bedeutet, die Sache ist abgeschlossen. Wenn wir nicht an Muhammad sallallahu alaihi wasallam glauben, dann werden wir unter den Verlierern gehören. Denn Allah sagt uns im Koran: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Und derjenige, der mit einer anderen Religion außer dem Islam zu Allah subhanahu wa ta'ala am Tage der Auferstehung zurückkehrt, so wird er nimmer unter den Gewinnern sein. Er wird unter den Verlierern sein. Und am Tage der Auferstehung wird er seine Strafe bekommen, liebe Geschwister. Schaut mal, subhanallah, wenn wir den Koran nicht verstehen. Als Moses zu den Menschen gekommen ist und sie haben an ihn geglaubt, so haben sie das Richtige gemacht. Die Botschaft war immer: Ashhadu an la ilaha illallah, und du musst es bestätigen, den Gesandten, der in dieser Zeit war. In dieser Zeit Moses. Aber nach Moses kam Jesus. War es in Ordnung, dass die Leute gesagt haben: Ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, und Moses ist der Gesandte Allahs in der Zeit von Jesus? Ging das? Na? Nein. Warum nicht? Weil ein Gesandter, wenn ein Gesandter gewesen ist und nach ihm folgt ein neuer Gesandter, der neue Gesandte löst den alten ab. Muhammad s.a.w. hat alle Gesandten, die vor ihm waren, abgelöst. Das heißt, außer mit dem richtigen Glauben an Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nur mit diesem Glauben wirst du zum Erfolg führen. Nur dieser Glaube führt zum Erfolg, liebe Geschwister. Deswegen müssen wir den Koran verstehen, weil wir sonst irre gehen werden. Was ist der Stellenwert der Sunna für den Koran? Weil letztendlich haben wir gesagt, entweder wird der Koran durch was erklärt? Durch den Koran. Oder der Koran wird durch die Sunna erklärt. Oder durch einen
Sahabi oder durch einen? Diese drei. Was unterliegen sie? Der? Was unterliegen diese drei Punkte? Der? Der Sunnah. Ein Sahabi hat von wem gehört? Von? Vom Propheten Muhammad s.a.w. Von seiner Sunnah. Und der Tabi war doch sein Schüler. Er hat von ihm gehört. Das heißt, die Sunnah hat hier das entscheidende Gewicht, liebe Geschwister. Und jeder Muslim muss wissen, dass die Sunnah des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Offenbarung ist. Und dass niemand eine Spur von Zweifel diesbezüglich haben darf. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَى. Und er spricht nicht aus Begierde, sondern es ist eine Offenbarung von seinem Herrn. Das heißt, Allah azza wa jal bestätigt uns hier, die Sunnah ist eine Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Er redet hier nicht aus Begierde. Al-Awza'i sagt, und er berichtet von Hassan radiallahu anhu wa rahimullah ta'ala. Er sagte, kana Jibril ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. جبريل عليه السلام kam zum Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم mit der Sunna genauso herab, wie er auch zu ihm mit dem Koran herabgestiegen ist. Das heißt, die Sunna ist genauso wie der Koran eine Offenbarung. Haben wir nicht Leute, die dir in der heutigen Zeit sagen, wir brauchen die Sunna nicht? Das Urteil über diejenigen, die sagen, wir brauchen die Sunna nicht, und sie heißen Al-Quraniyun. Sie sind Kuffar, 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 liebe Geschwister. Und du darfst nicht mit ihnen zu tun haben. Denn sie, wal-iyadu billah, sie verwehren einen Teil der Religion, die bestätigt ist, liebe Geschwister. Schaut mal, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنِّي إِلَّا الْحَقِّ. Nichts kommt von mir, nichts sage ich außer der Wahrheit. Das heißt, das ist Al-Wahi, liebe Geschwister, das ist eine Eingebung von Allah subhanahu wa ta'ala. Was ist die Sunna? Wir hören viele Brüder und Schwestern, sie erwähnen die Sunna. Was ist aber die Sunna? Meistens können wir dieses Wort nicht richtig erklären, liebe Geschwister. Die Gelehrten erklären, ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وتقرير. Alles, was vom Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم überliefert worden ist von Worten, von Taten und dem, was der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم beschlossen hat. Das ist die Sunna. Hat der Prophet s.a.w. etwas gesagt, dann ist das für uns Sunnah. Hat der Prophet Muhammad s.a.w. etwas getan, dann ist das für uns Sunnah. Hat der Prophet Muhammad s.a.w. auch manchmal bei einer Sache zugeguckt und nichts dazu gesagt, dann ist das Sunnah. Weil er war ein Prophet. Gäbe es was Falsches, dann hätte der Prophet Muhammad s.a.w. es korrigieren müssen, liebe Geschwister. Und schaut mal hier, der klare Beweis von Allah subhanahu wa ta'ala, dass die Sunna zu der Religion gehört. Allah Azza wa Jal sagt, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Wir haben den Koran auf dich herabgesandt. Wir haben den Koran auf dich herabgesandt, ja Muhammad s.a.w., damit du den Menschen verdeutlichst, erklärst, was dieser Koran bedeutet, damit sie die Menschen nachdenken mögen. Taib, subhanallah. Was ist diese Erklärung vom Propheten sallallahu alaihi wasallam? Seine Sunnah. وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرِ. Wir haben auf dich den Koran herabgesandt. Dhikr ist Koran. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. Wir haben den Koran herabgesandt und wir werden sie bewahren. Dieser Dhikr, Allah Azza wa Jal, er hat ihn auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam herabgesandt. Warum? Damit Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn den Menschen verdeutlicht und erklärt, liebe Geschwister. Und das ist eine klare Aya, dass die Sunna zur Religion Allah subhanahu wa ta'ala gehört. Schaut mal, Dhikr wird erklärt durch die Sunna hier, indem wir gesagt haben, das ist der Koran. Und niemand kann hier kommen und sagen, die Sunna ist gefälscht. Wir haben gesagt, es gibt eine Gruppierung, Al-Quraniyun. Sie sagen, wir brauchen die Sunna nicht, denn die Sunna ist gefälscht. Dann haben wir eine Frage. Allah hat das Buch bewahrt oder nicht? Den Koran. Ja oder nein? Okay.
brauchen wir die Sunna, um den Koran zu erklären? Wie können wir dann etwas Gefälschtes haben, was nicht als Grundlage genommen werden kann, um den Koran zu erklären? Wie? Allah hat uns den Koran herabgesandt. Na? Na. Dieser Koran ist authentisch oder nicht? Habt ihr jemals gesehen, dass Sheikh al-Albani sagt, diese Ayah ist daif? Natürlich nicht. Weil dieser Koran ist authentisch überliefert. Die höchste Zahl an Überlieferern hat der Koran. Dieser Koran ist authentisch, Allah sagt und er verspricht uns, er bewahrt ihn. Im Gegensatz zu den vorigen Büchern bewahrt Allah den Koran. Jetzt kommt die Sache. Allah sagt uns doch hier in der Ayah, die wir gerade behandelt haben, wir haben auf dich, ja Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, den Koran herabgesandt, damit du ihn den Menschen verdeutlichst, erklärst durch die Sunna. Wie kann er die Sunna, wie kann er ihnen den Koran verdeutlichen und erklären, wenn wir eine falsche Sunna haben? Geht das oder nicht? Na, das geht nicht. Denn wir brauchen die Erklärung zum Koran, um den Koran zu erklären. Ohne Sunna werden wir den Koran nicht erklären können. Wir haben doch gerade nur eine Eier gehört und der Koran ist voll damit. Dem Dieb und der Diebin schneidet ihnen die Hand ab. Aber einfach so? Nein. Ab einem bestimmten Wert. Wer hat uns das erklärt? Die Sunna. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا. Und was euch der Gesandte gegeben hat, das nimmt an. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Und was er euch verboten hat, davon enthaltet euch. Das bedeutet, wir müssen die Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annehmen. Was ist, wenn wir das nicht annehmen? Allah beendet die Ayah mit وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Und fürchtet Allah, denn wahrlich Allah ist streng im Bestrafen. Das bedeutet, nimmst du dieses nicht an, so wirst du وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ in das Höllenfeuer kommen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte مَنْ يَعْشِ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَ إِخْتِلَافًا كَثِيرًا. Wer nach mir lebt, der wird viele Meinungsverschiedenheiten gehört. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ. So haltet an meiner Sunna fest. وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءَ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ. So haltet fest an meiner Sunna und die Sunna meiner rechtgeleiteten Khulafa. تَمَسَّكُ بِهَا وَعَضُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Haltet an ihr fest und beißt darauf mit euren Backenzähnen fest. Bedeutet hier, wenn wir diese Sunna nicht annehmen, dann was wird mit uns passieren? Wir werden irrgehen. Er hat uns hier, sallallahu alaihi wasallam, eindringlich gewarnt, dass wir die Sunna, liebe Geschwister, bewahren sollen, an ihr festhalten sollen, nach ihr leben sollen, denn sonst werden wir den Koran nicht verstehen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ala inni utitu al-Quran wa mithlahu ma'a. Wahrlich, mir wurde der Koran und etwas Gleiches gegeben. Das Gleiche ist die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala wa inna ma harrama Rasulullah kama harrama Allah. Denn was auch immer der Gesandte Allahs verboten hat, so hat Allah es auch verboten. Weil wir haben gesagt, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam spricht, ist Offenbarung. Also was auch immer Allah, was auch immer der Gesandte sallallahu alaihi wasallam verboten hat, wer hat es natürlich verboten? Allah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es nur ausgesprochen. Deswegen sagen die Gelehrten, Al-Awza'i rahimullah ta'ala, Al-Kitabu ahwaju ila sunna min as-sunnati ila al-kitab. Die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, schaut, welchen Gewicht sie hat. Er sagt, rahimullah ta'ala, das Buch Allahs braucht die Sunna mehr als die Sunna den Koran. Ich wiederhole, das Buch Allahs braucht die Sunna mehr, denn was erklärt das Buch Allahs? Die Sunna. Das heißt, was ist detaillierter als der Koran? Die Sunna. Der Koran braucht die Sunna mehr als die Sunna den Koran. Deswegen sagt Umar ibn al-Khattab, wenn jemand zu euch kommt mit mehrdeutigen Ayat, die verschiedenen Bedeutungen haben, dann antwortet ihm mit der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Weil es gibt Leute, und ihr seht das auch unter allen Gruppierungen, sie kommen immer mit Ayat, die man genauer erklären muss, genauer erläutern muss.
Aber durch die Beantwortung mit der Sunna werden diese Leute schachmatt gesetzt. Weil die Sunna erklärt den Koran, liebe Geschwister, und sie ist so deutlich, dass wir sie nicht missverstehen können. Subhanallah. Und Imam Ahmad rahimullah ta'ala sagte, damit wir die Aussagen der Großgelehrten hören, was sie über die Beziehung zwischen dem Koran und der Sunna sagen, er sagte, inna sunnata tufassiru al-kitaba wa tubayyinu. Die Sunna, sie erklärt den Koran und verdeutlicht ihn. Daher haben wir als Muslime ein klares Verständnis zu bringen. Das bedeutet, ich darf das Buch Allahs nicht ohne die Sunna verstehen. Es gibt Leute in der heutigen Zeit, er nimmt eine Ayah. Und mit dieser Ayah erklärt er eine Sache, die nicht bestätigt ist. Zum Beispiel kam einer mal zu mir und er sagte mir, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَفْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا und gedenkt Allahs viel. Er wollte mir damit einen Beweis geben, dass man mit seinem Kopf wackeln darf. Ha? طيب. Wo hat diese Ayah das erklärt? Nach der äußeren Bedeutung könnte man vielleicht auf diese Erklärung kommen, ja. Aber wer hat diese Ayah so erklärt? Hat die Sunna diese Ayah so erklärt? Antwort nein. Also, du darfst niemals eine Ayah so erklären, ohne dass du was nicht davor kennst, die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eine Frage. Wenn wir eine Ayah so erklären, ohne die Sunna zu kennen, ohne die Sunna als Grundlage dafür zu nehmen, werden wir die Ayah richtig erklären oder nicht? Ja oder nein? Nein. Eine Frage. Haben wir gewisse Dinge, die im Koran erwähnt sind, wo die Menschen heute irregegangen sind? Ja. Bei den Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal, er bestätigt im Koran, dass er spricht, richtig? Na, okay. Was ist hier mit dem Sprechen gemeint? Was ist hier mit dem Sprechen gemeint? Das Sprechen ist auch das Sprechen. Weil, solange wir keine andere Erklärung haben, und wer dürfte uns berechtigen, eine andere Erklärung zu haben, außer eine Erklärung durch die Sünde? Dann werden wir diese Eier nicht richtig verstehen. Und so haben wir Leute, er sagt dir, nein, Allah spricht nicht. Das stimmt nicht. A'udhu billah. Dann sagen wir ihnen, was meint Allah selber hier im Koran, der sagt, er spricht? Was meint Allah hier? Das Sprechen ist Sprechen. Und es gibt eine allgemeine Regel, liebe Geschwister, die müsst ihr euch merken. Eine Sache hat so lange die Bedeutung, solange wir keine andere Bedeutung haben. Das ist die Basisregel. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala über seinen Thron spricht, dann meint er seinen Thron oder nicht? Ja oder nein? Hat Allah einen Arsch? Tayyib. Allah hat einen Arsch. Er hat einen Thron. Subhanallah. Wie können wir sagen, der Thron hier ist nicht Thron? Sondern der Thron hier ist ein Berg. Geht das oder nicht? Warum nicht? Ihr dürft mitmachen. Warum dürfen wir nicht über den Thron sagen, er ist ein Berg zum Beispiel? Nein. Weil wir keine andere Erklärung haben, dass es nicht ein Thron ist. Wir haben keine andere Erklärung, dass der Thron nicht ein Thron ist. Dann bleibt er Thron. Die wörtliche Bedeutung ist solange wir keine andere Erklärung haben. Thron heißt Thron. Himmel heißt Himmel oder nein? Ja. Himmel heißt Himmel. Ah, warum heißt dann Sprechen nicht Sprechen? Wo wir keine andere Erklärung haben. Warum heißt dann Hand nicht Hand? Wo wir doch keine andere Erklärung haben. Warum heißt Gesicht nicht Gesicht? Wo wir keine andere Erklärung haben. Jetzt soll man die Beweise geben, dass dieses eine andere Bedeutung hat. Hat man jemals einen Beweis gebracht, ja oder nein? Nein, aber man verwehrt es trotzdem. Was ist das? Hochmut. Wal-iyadu billah. Dass du anfängst, das Buch Allahs so zu erklären, wie du möchtest. Wisst ihr, was Umar ibn al-Khattab gemacht hat? Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, zu ihm ist die Nachricht gekommen, dass einer über den Koran spricht ohne Wissen. Umar hat gesagt, bringt ihn mir. Und Umar hatte einen gesegneten Stock. Und er hat ihn mit diesem Stock so lange verprügelt und in eine Grube reingeschmissen, diesenjenigen, der ohne Wissen über den Koran gesprochen hat, bis dieser Mann gesagt hat, O Omar, wenn du mich töten willst, so kannst du es. Aber wenn du mich heilen willst, so bin ich geheilt. Sehen wir das heute nicht? Dass über den Koran gesprochen wird ohne? Hä? Ohne Wissen. Das bedeutet letztendlich, da kommt einer,
weil das eine große Gruppe ist, deswegen nenne ich sie hier in Berlin, Ahbash, so heißen sie, und sie sagen, derjenige, der sagt, dass Allah eine Hand hat, ist ein Kafir. Das heißt, sie haben wen zum Kafir gemacht? Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah uns bewahren. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala über Adam alayhi salam? Er hat ihn mit was erschaffen? Mit seinen Händen. Nochmal die Regel. Die Regel ist, alles bleibt gleich, bis wir eine andere Erklärung haben. Haben wir eine andere Erklärung, muss sie bestätigt sein. Wo ist die bestätigte andere Erklärung? Bitteschön. Hat man eine gebracht bis heute? Nein. Aber gleichzeitig, was sagt man? Was sagt man? Kafir. Was ist das für eine Art und Weise? Die auf Beweisen beruht oder nicht? Auf Gelüst, ja? Wallahi, auf Gelüst. Deswegen passt auf, liebe Geschwister. Warum haben wir dieses Thema auch, das wir behandeln? Weil wir beschäftigen uns mit dem Koran. Und wir müssen den Koran richtig verstehen. Solange wir nicht eine andere Bedeutung haben, dann werden wir immer diese Bedeutung nehmen, die aus diesem Kontext hervorgeht. Wir sagen auch nicht zu einem Berg Liebe. Warum nicht? Wir können doch die Bedeutung machen, wie wir wollen. Ist das dann der Koran? Nein, das ist nicht der Koran. Wir sagen nicht über einen Menschen Waschmaschine. Warum nicht? Weil wir keine andere Erklärung dafür bekommen haben. Also bleibt alles gleich, bis wir eine andere Erklärung haben. Und derjenige, der sagt, ich habe eine andere Erklärung als diese Erklärung, er muss was vorbringen? Einen Beweis. Reicht es, dass er nur schimpft? Reicht es, dass er dich als Kafir bezeichnet, obwohl er das ohne Grund macht? Nein, sondern er hat was vergessen, das Entscheidende, den Beweis. Also, nehmen wir von ihm hier die Religion oder nicht? Deswegen, liebe Geschwister, das ist eine Warnung an mich und an euch. Es gibt hier irregehende Gruppierungen. Und diese Gruppierung, leider, müssen wir darüber Aufschluss bereiten. Weil diese Gruppierung, wallahi bei Allah, dem Herrn der Kaaba, keinen Beweis vorbringen, aber die Leute, die das richtige Verständnis von Koran und Sunna haben, die dieses Verständnis haben, was wir gerade zugrunde gelegt haben, als Kuffar bezeichnen. Und als Wahhabiten und Salafiten und alles drum und dran. Schaut mal, subhanallah. Allah hat uns wie im Koran genannt, wir sind Muslime. Wir sind Muslime. Aber Muslime, die von jedem ihre Religion nehmen? Nein. Sondern nach dem richtigen Verständnis von Koran und Sunna. Und solange wir an diesen beiden Büchern festhalten, im Zusammenhang, die Bücher müssen immer im Zusammenhang gesehen werden, so werden wir nicht irre gehen. Aber möchten wir zu den Gruppierungen gehören, dann sagen wir einfach, die Ayah bedeutet so und so. Das Wort bedeutet so und so. Subhanallah. Dieses ist der Weg in die Irre. Und wir haben gesehen, dass viele in die Irre gegangen sind. Und der Prophet s.a.w. hat uns gesagt, in meiner Umma wird es wie viele Gruppen geben? Na, 73 Gruppen. 72 davon gehen in die Hölle. Eine Frage. Geht die Mehrheit in die Hölle oder die Minderheit? Weil diese Leute sagen, alle sind falsch, außer du. Ja. Bitte, versteht das. Der Prophet s.a.w. sagt, 73 Gruppen wird es in meiner Umma geben. Sie sind noch was? Sie sind noch Muslime. Weil er sagt, sallallahu alaihi wasallam, und schaut mal, wir sind nicht wie sie. Wir sagen, sie sind noch Muslime. Weil der Prophet s.a.w. das gesagt hat, und das ist ein Ijma' aller Gelehrten. Sie sind noch Muslime. Kein Gelehrter hat was anderes gesagt. Aber sie haben ein falsches Verständnis gehabt und deswegen gehen 72 von ihnen in das Höllenfeuer und nur eine einzige Gruppe wird errettet. Die Sahaba radiallahu anhum, sie wollten zu dieser Gruppe gehören. So haben sie den Propheten s.a.w. sofort gefragt, wer ist die errettete Gruppe, ja Rasulallah? Er sagte, diejenigen, die so glauben wie ich und meine Gefährten. Das heißt, hast du nicht den Glauben vom Propheten s.a.w. und den Sahaba, dann welchen Glauben willst du uns bringen? Wenn einer mal von euch mit so einer Person redet, der ein Habashi ist, und das kommt dazu, sag ihm bei Allah, lass deine Ausdrücke, lass deine Beschimpfung, bring mir den Beweis, dass Allah mit Hand Macht meint. Dass Allah mit Gesicht etwas anderes meint. Bring mir den Beweis, du wirst ihn nie wiedersehen.
Willst du, dass ein Habashi sich von dir entfernt? Dann sag ihm, bring mir einen Beweis, dann wirst du ihn nie wiedersehen. Das ist die beste Art, sich von ihm zu entfernen. Und unkomplizierteste. Deswegen, liebe Geschwister, schaut mal, subhanallah, wallahi, die Religion ist so leicht. Stellt euch vor, jedes Wort müsste eine Bedeutung haben. Himmel heißt Liebe und Berg heißt, dann bräuchten wir so ein Buch. Es sind ja immerhin 6600, wie viele Ayat haben wir gesagt? 32 Ayat, mashallah. Das sind ein paar Wörter, ja oder nein? Wenn wir für jedes Wort eine andere Bedeutung hätten, dann wäre das ein dickes Wörterbuch, was wir immer mitschleppen müssten, oder? Das wäre schwer für uns. Aber Allah hat uns die Religion leicht gemacht. Nein, alles hat die Bedeutung, die es hat, bis wir eine andere Erklärung haben. Und derjenige, der behauptet, er hat eine andere Erklärung, er muss mit uns natürlich, mit was kommen? Mit einem Beweis. Aber kommt er zu uns mit einem Beweis? Sind wir diejenigen, die akzeptieren oder nicht? Hier haben wir nicht die Wahl, wir müssen akzeptieren. Ist das der richtige Weg oder nicht? Ist das der richtige Weg oder nicht? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Und wallahi bei Allah, dem Herrn der Kaaba, ich sage euch, wir haben die richtige Aqida, die richtige Glaubenslehre. Wisst ihr, warum ich mir so sicher bin? Weil sonst hättest du keine Aqida, wenn du es nicht sicher wärst. Deine Aqida muss sicher sein. Dein Glaube muss sicher sein. Aber du musst lernen, damit du weißt, wie du dieses richtig verstehst, liebe Geschwister. Und nur damit ihr wisst, diese Leute können nur beschimpfen. Beschimpfen und die können nicht normal reden, mit Beweisen kommen, weil sie das nicht gelernt haben. Und solange sie das nicht gelernt haben, brauchst du auch gar keine Diskussion mit ihnen zu führen. Denn zum Schluss, wir wollen doch nur ein Ergebnis, dass jeder Muslim auf dem richtigen Weg kommt, oder? Geht es darum, dass wir uns untereinander beschimpfen? Dass wir uns untereinander die Köpfe einschlagen? Nein, wir wollen, dass alle zum geraden Weg zurückkehren. Denn solange wir gespalten sind, werden wir diese Kuffar, die uns letztendlich, viele von ihnen unter den Feinden Allahs, die das Schlechte für die Muslime wollen, wie wollen wir ihnen entgegentreten, liebe Geschwister? Wir werden es nicht können, solange wir nicht eine Einheit werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Umma zu dem zurückführen, womit der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gekommen ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Gruppierung zu dem geraden Weg leiten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns in unserer Aqida befestigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das Gute im Diesseits und Jenseits geben. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.